So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige jetzt einmal eine Funktion, die für die meisten wahrscheinlich am wichtigsten ist, das Gewindedrehen. Das ist sehr einfach mit der elektronischen Leitspindel. Es gibt mehrere Gewindemodi, Außengewinde, Innengewinde und den Gewinde links von 0. Das ist eine etwas spezielle Sache, da fährt das Werkzeug niemals über 0 hinaus nach rechts. Das ist immer dann nützlich, wenn man zum Beispiel den Reitstock am Werkstück dran hat und diesen nicht treffen möchte. Im Normalfall hat man aber rechts genug Platz. Dann nimmt man den normalen Außengewindemodus. Dieser fährt, wenn man das mal so ein bisschen simulieren möchte, erst ein Stück nach rechts, um Anlauf zu nehmen. Und zwar deshalb, weil die Schrittmotoren ja eine gewisse Rampe fahren müssen, um auf Nenngeschwindigkeit zu kommen. Und diese Anlaufstrecke, die benötigt er praktisch, um bis zum Gewindeanfang auf die gewünschte Vorschubwerte zu kommen, damit das Gewinde auch von Anfang an stimmt. Das ist je nachdem, wie die Beschleunigung der Motoren eingestellt sind, länger oder kürzer. Das läuft aber alles vollautomatisch. Alles, was wir machen müssen, ist unser Werkzeug sowohl an der Z-Achse als auch an der X-Achse zu nullen. Das habe ich schon einmal gemacht. Wir machen das hier wie in einer Kochshow. Da sagt der Koch auch, ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Das ist also mein Werkstück, 10 mm C45. Da habe ich schon eine Phase rangedreht und einen Freistich. Beides ist also möglich mit der ELS. Die Phase geht über die Kegelfunktion und der Freistich hat eine eigene Funktion. Das ist hier schon erledigt. Mein Werkzeug ist schon genullt. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist die Gewindesteigerung einstellen. In dem Fall 1,5 mm. Das wird ein M10-Gewinde. Das Schöne ist, meine Maschine hat normalerweise Wechselräder. Die brauche ich in diesem Fall nicht anfassen. Ich brauche also keine Tabellen wälzen und schauen, welches Zahnrad muss an welche Stelle, damit mein Gewinde also die richtige Steigung hat. Ich stelle das hier einfach ein und kann jede beliebige Steigung, in meinem Fall geht das bis 4 mm, einstellen. Gut, wir wollen jetzt gerne 1,5. Das geht übrigens auch in Tausendstel Schritten. Wenn man ein Zollgewinde schneiden möchte, kann man das auch in beliebigen Steigungen machen. Noch eine Sache dazu, ist wahrscheinlich selten benutzt. Man kann mit der ELS auch mehrgängige Gewinde schneiden. So, jetzt wollen wir aber ein ganz einfaches M10 mal 1,5 Gewinde schneiden. Ich wähle die Länge aus, in dem Fall sind das 17 mm. Wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, wie lange diese Strecke ist, dann stellt man die Achse einfach auf 0 und fährt einfach von Hand ans Ende und sagt sich, ah, so weit möchte ich fahren. Da kann man die Strecke hier ablesen. Jetzt bin ich 17 mm gefahren. Die stelle ich dann als meine Position ein. So, die Tiefe des Gewindes schneide ich 1 mm tief. Normalerweise nach Tabelle wäre das 0,92 mm. Meine Maschine gibt allerdings ziemlich stark nach. Deswegen habe ich mir angewöhnt, es einfach von Grund an ein bisschen tiefer zu schneiden. Dann passt es auf meiner Maschine sehr gut. Wenn man eine steife Maschine hat, sollte man sich an die Tabellendaten halten. Ja, alles, was man tun muss, ist die Spindel starten. Dann drückt man auf Start und dann zeigt er einem an, dass er 8 Durchgänge schneiden möchte. Die gehen von 0,21 mm bis zum Schluss 0,07 mm. Auch hier stelle ich das lieber etwas höher, weil meine Maschine etwas schwächer ist. Und muss dann nur noch auf Start drücken. Und dann geht der Vorgang los. Man sieht also, es fährt sehr schön die Strecke ab, die man eingestellt hat. Und fährt Stück für Stück die Durchgänge durch. Ich muss das immer ordentlich schmieren, weil es C45 ist. Das schneidet sich nicht ganz so schön. Jetzt hört man schon. Jetzt machen wir es mal ein bisschen langsamer. So, jetzt ist er eigentlich fertig. Er hat das gesehen, ich habe einmal die Drehzahl heruntergedreht. Das kann man also jederzeit machen. Man kann die Drehzahl höher drehen, langsamer drehen. Man sollte sie nur nicht über 1200 Umdrehungen pro Minute drehen. Jetzt bin ich fertig, glaube ich. Jetzt kann ich meine Achse erstmal schön wegfahren. Ich kann die also beliebig in alle Richtungen fahren, das ist vollkommen egal. Ich kann auch meine Spindel in allen Richtungen bewegen, wie ich das möchte.
Das macht der Steuerung also nichts aus. Jetzt komme ich einmal mit meiner Testmutter, probiere die einmal aus. Ja, jetzt können wir die zweite Hand zur Hand nehmen. Sie geht schon, aber sie ist noch ein bisschen schwierig. So ganz toll passt das noch nicht. Das hat man ja häufig. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fahren wir einfach ungefähr dahin, starten die Spindel nochmal. Drücke nochmal auf den Vorgang und drehe ihn auf einmal rund. Das heißt, nur einen Durchgang auf volle Tiefe fährt er jetzt. Dann schmieren wir da einmal schön. Drücken auf Start. Dann fährt er die Rille noch einmal ab. So, jetzt probieren wir nochmal unsere Mutter. Und jetzt geht sie ganz locker drüber. Die ist mir leider sehr rutschig, deswegen kann ich sie kaum anfassen. Aber wie man sieht, geht das alles sehr einfach. Man kann also auch beliebig anhalten zwischendurch, von Hand hin und her fahren und so weiter. Das ist der Gewindemodus.